Hallo Leute, heute stellen wir euch die Zündapp KS80 vor. KS80 Sport. Jedoch, wenn jemand eine Zündapp KS80 Sport kennt, der denkt wahrscheinlich, dass es keine ist, weil die normalen KS80 Sport haben keine Vollverkleidung vorne. Die wurde nachträglich dran gebaut. Zur Geschichte ein bisschen. Mein Vater hat sich das Motorrad gekauft, als er 16 war. Das war damals 2 Jahre alt. Jetzt habe ich es gefunden in der Garage und habe mir gedacht, ich mache es wieder fahrfertig. Jetzt sehen wir auch hier der Vergaser. Das ist ein Bing 21 Vergaser. Das war das erste, wo wir gereinigt haben, weil das ist ja, wenn es lang steht, dann der alte Sprit und so. Ja, haben wir gereinigt im Ultraschallbad. Falls ihr wissen wollt, wie man einen Vergaser im Ultraschallbad reinigt, dann schaut mal bei unseren anderen Videos vorbei. Wir haben da noch so eins. Da reinigen wir zwar einen Mofa-Vergaser, aber vom Grund auf ist es das gleiche. Nur haben wir hier noch einen Joke im Vergaser, nicht im Luftfilter, aber der Regel das gleiche mit der Luft. Ja, genau. Hier steht es auf dem Hauptständer. Wir haben noch einen Seitenständer. Der ist serienmäßig, glaube ich, nicht dabei. Den hat mein Vater wahrscheinlich dann dran gebaut. Aber ja, funktioniert ganz gut. Hier sieht man noch, da unten hier habe ich noch was dran geschweißt, dass der Ständer auch so bleibt, weil sonst wäre der zu weit vorne, dann würde es umfallen. Schöne Dehnfeld. Sozius Fußrasten. Ja, gut, bisschen durchgetreten. So, wenn man noch weiter hinguckt, sieht man, dass überall Aufkleber von verschiedenen Marken dran sind. Die hat mein Vater auch drauf geklebt und ich finde, das ist ein bisschen Abwechslung, ein bisschen schöner. Hier vorne Boss, Marlboro, Jägermeister, Parmalat, keine Ahnung, was das ist. Lacoste natürlich darf nicht fehlen, neben dem Zündapp-Logo. Das Logo, das ist so schön mit den Rädern. Das sind Alu-Gussfelgen mit einer durchgehenden Scheibenbremse. Die ist von, kann es jetzt nicht lesen, keine Ahnung. Aber ich finde sie sehr, sehr hässlich, die Scheibenbremse. Gerade wie dick die ist, es ist ganz schön massiv. Also mir gefällt es nicht. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Hinten haben wir eine Trommelbremse, auch wieder Alu-Gussfelgen. Am Hinterrad haben wir nicht wie im Vorderrad eine Trommelbremse. Vorne sind Scheibenbremsen. Und ja, ist eigentlich nichts Spektakuläres. Das Bremsgestänge ist hier an der oberen Seite. Weil unten kein Platz ist, haben wir es einfach auch oben gemacht. Ja, wenn wir jetzt schon auf der Seite sind, dann seht ihr auch gleich den Auspuff. Wer sich damit auskennt, der wird wissen, dass es nicht der originale ist. Das ist ein größerer Auspuff. Es hört sich auch viel besser an als der kleine normale Auspuff. Da vorne sieht man auch an der Verkleidung, da ist ein bisschen was durchgeschmort. Da hat mein Vater den dran geschweißt. Ich will ihn noch unbedingt dran lassen. Der Sound ist so viel, viel, viel krasser als mit dem originalen Auspuff. Am Motor seht ihr auch, der ist sehr, sehr, sehr in gutem Zustand. Hier alles noch in der Farbe, also nichts Platz oder so. Der Zylinder sieht auch sehr schön aus. Auch die Farbe hier mit dem Außen, mit dem ich glaube, geschliffen oder so ist, das sieht sehr, sehr schön aus. So, jetzt, wie ihr richtig seht, sind wir hier beim Cockpit. Ganz schön viele Lampen für damals. Links ist natürlich der Drehzahlmesser. Der ist sehr, sehr schön, bis 12.000 Umdrehungen. Das braucht man auch bei dem Moped. Auf der rechten Seite haben wir den Tacho bis 140. Ich glaube, das reicht. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die fährt so 80 bis 100 ungefähr. Ist ja auch eine 80er, damals durften wir immer 80 fahren. In der Mitte, das orange Licht ist für den Blinker. Wenn ein Blinker gesetzt wurde, links oder rechts, blinkt das Licht. Oder ich glaube, es ist nur an. Das hier ist auch Blendlicht. Das da ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist neutral und das ist für das Wasser. Hier unten
Sieht man auch, das ist wassergekühlt, das Moped. Sieht man den Wassertank, Wasserbehälter. Ja, wie man hier sieht, hat mein Vater wieder Aufkleber draufgeklebt, aber das ist ja, also ich finde es schön so. Hier an der rechten Seite haben wir den Gasgriff mit der Bremse. Hier ist der Bremsflüssigkeitsbehälter. Auf der linken Seite haben wir, das ist normales Licht, so wie es jetzt ist. Das ist Lichthupe nach unten und nach oben ist Fernlicht. Ja, ganz normal Blinker links, rechts und die Hupe. Und natürlich die Kupplung. So, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, die keine Zünder daheim stehen haben, für was dieser Hebel ist. Das ist damals sehr, sehr, sehr gut gelöst worden. Wenn du zum Beispiel an deine Batterie musst, Batterie ist leer, Batterie laden willst, machst du einfach so. Und dann siehst du hier, geht die Sitzbank ganz einfach ab. Und tada, hier ist das Federbein. So, ja, weil ich gesagt habe, Batterie, jetzt muss man hier nur an diesen drei Einhakungen, die eine ist noch hier unten, muss man das hier so rausmachen. Und dann ist da die Batterie drunter, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe Angst, dass sowas kaputt geht. Aber man sieht es ja schon, hier ist die Batterie. Ja, hier ist das Federbein, wie schon gesagt. Und auf der Seite ist der Luftfilter. Ja. Und hier sieht man nochmal den Mechanismus, wie es auf und bis zugeht, wenn man den Hebel vorne betätigt. So, als erstes, wenn wir sie starten wollen, müssen wir natürlich, ich glaube, das kennt ihr, Zündung anmachen. Gibt es drei Stufen. Erste Stufe ist ohne Licht, zweite Stufe ist mit Licht, das heißt bei jedem Moped so. Dann gehen wir über zum Benzinhahn, machen Benzinhahn auf. Dann sieht man hier, fließt der Sprit in den Vergaser rein. Wäre sie jetzt noch kalt, dann würde man den Choke hier nach unten betätigen und dann je nachdem, wie lange es halt braucht, bis es warm ist, richtig den Choke wieder rausmachen. Aber die ist schon warm in unserem Fall, deswegen können wir den Choke draußen lassen. Kickstarter nach außen klappen, Fuß ansetzen und... So, jetzt hört man, sie läuft schon. Sehr schön. Jetzt mal eine kurze Runde, dass ihr seht, wie das ist, wenn man fährt. Und zwar Benziner offen, Zündung an und... das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen Wissen über die Cars 80 Sport mitnehmen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!